Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autophorie.de. Wir sind heute in der Nähe vom Tegernsee und testen ein Auto, das nicht nur clever, sondern auch wahnsinnig komfortabel ist. Nämlich den neuen Skoda Superb Kombi. Auf das Design ist Fabian schon bei der passenden Limousine eingegangen, aber ich fasse es noch mal kurz zusammen. Denn die Designsprache an sich ist einfach sehr kantig, sehr massiv, so ein bisschen aggressiv und es sticht halt wirklich heraus, dass jetzt diese markanten Formen im Fokus stehen. Auch das Heck des Superb Kombi sticht natürlich wieder in diesen markanten, eckigen Formen heraus. Mir persönlich gefällt es sehr gut und Fabian findet es sogar wesentlich besser als das der Limousine. Kofferraumtechnisch und platztechnisch hat Skoda natürlich das Motto Simply Clever weiter beibehalten. Das heißt, wir haben hier sage und schreibe 660 Liter Kofferraumvolumen, das man auf bis zu 1950 Liter erweitern kann, wenn man die Rücksitzbank umklappt. Und das ist in diesem Segment mit Abstand die Spitze. Hinzu kommen dann auch noch so wahnsinnig komfortable Kleinigkeiten wie eine Memory-Funktion. Das heißt, wenn wir den Kofferraum regelmäßig an einer gewissen Stelle stoppen, merkt sich der Wagen das und macht das in Zukunft automatisch. Weiterhin öffnet beim Öffnen des Kofferraums selbst diese Klappe sich. Das heißt, die erste Klappe wird automatisch beim Öffnen eine Stufe nach hinten gemacht, was das Beladen natürlich wesentlich einfacher macht. Und die Gadget-Palette hört natürlich bei Skoda nie so schnell auf. Nein, es geht noch weiter. Wir haben zum Beispiel diese kleinen unscheinbaren Dinger hier drin, die man rausnehmen kann, knicken kann und mit denen man dann zum Beispiel Gepäckstücke, die man irgendwie extra sichern möchte, mit Klettverschluss festmachen kann. Und wir haben es getestet, auch mit einem wirklich kiloschweren Koffer funktioniert es echt gut. Zusätzlich kommen dann noch so Kleinigkeiten, die einem das Leben erleichtern, wie zum Beispiel kleine Knöpfe, um auch von hinten die Rücksitzbank umzuklappen. Und wenn wir das denn tun und auch die Beifahrerseite mit umklappen, dann können wir sogar über 3 Meter einladen. Fabian und ich nennen den Skoda Superb Kombi gerne den Rolls-Royce unter den Low-Budget-Cars. Warum? Weil in ihm 2 Regenschirme versteckt sind und das macht außer Skoda nur Rolls-Royce. Die kleine bunte Welt der Gadgets hört natürlich auch im Innern des Skodas nicht auf. Es ist herrlich, was Skoda immer alles einbaut und ich freue mich über die wahren Kleinigkeiten in diesem Wagen. Man hat hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Getränkehalter umzufunktionieren und sein iPhone dort einzuklemmen. Das geht auch relativ problemlos. Natürlich lässt sich das erweitern, ihr seht es schon, auf ein iPad. Wer die Getränkehalterung dann aber benutzen möchte und trotzdem weiter seinen Film schauen möchte, der kann das tun. Und zwar, indem er die Halterung einfach am Beifahrersitz anbringt. Clever geht es auch bei dem Beifahrersitz selbst weiter, denn an dem und auch nur an dem kann man auch von hinten ganz einfach per Knopfdruck den Sitz verstellen, so dass man sich selbst als Passagier hinten mehr Beinfreiheit verschaffen kann. Wie auch in der Limousine mangelt es im Superb Kombi definitiv nicht an Platz. Die Kniefreiheit von 157 mm ist weiterhin unerreicht und die hat man auch hinter dem Fahrer, also nicht nur, wenn man den Beifahrer ein bisschen nach vorne schiebt und nach oben hin ist es hier nochmal gefühlt ein bisschen mehr Platz. Und man sieht auch hier schon dieses riesige Panoramaglasdach, das wir auch öffnen können. Insgesamt hat es eine Fläche von 1 x 1,2 Meter. Genug aber von den chauffierenden Sitzen, jetzt kümmern wir uns mal um den Fahrersitz. Hier vorne haben wir unterschiedliche Annehmlichkeiten, die uns Skoda bietet. Zum einen natürlich optional auch Apple CarPlay. Was ich sehr schön finde, wenn man es bestellt, gibt es auch Sitzlüftung, nicht nur Sitzheizung. Man kann übrigens auch für die hinteren Sitze Sitzheizung bestellen. Aber was mal wieder Simply Clever ist, wir haben hier in der Mittelkonsole einen nicht ganz typischen Flaschenhalter. Da sind so kleine Nöpsel drin. Wenn wir da eine Flasche draufstellen, wird die quasi blockiert und wir können mit einer Einhandtechnik, wenn wir genug Kraft haben, diese Flasche aufdrehen. Ohne dass wir eine zweite Hand benutzen, was doch mal öfters vorkommen kann, wenn der Beifahrer mal eingeschlafen ist und nicht helfen kann. Genug der warmen Worte, jetzt gehen wir einfach mal mit dem Superb Kombi auf die Straße. Die Diesel-Version bin ich schon in der Limousine gefahren, da findet ihr auch einige Infos dazu. Hier haben wir jetzt den Motor aus dem Golf GTI, heißt 220 PS, ein Drehmoment von 350 Newtonmeter. Normverbrauch lassen wir mal weg, also 7,2 bis 7,5. Das ist so das
mögliche Maß, was geht. Und dann bewegt man sich auch ganz zügig mit im Verkehr. Auch in der Limousine haben wir jetzt hier allerhand Assistenten drin, die uns den Weg sehr entspannt genießen lassen. Nicht nur, dass die ACC sehr gefühlvoll auf den Vordermann auffährt, auch die Sitze sind sehr angenehm, in diesem Fall sogar mit Sitzbelüftung. Wir können auch optional hinten noch Sitzheizung haben. Und was ich sehr schön finde, das DCC, also das adaptive Dämpfersystem, ist sehr ausgewogen. Wir sind sehr, so ein bisschen, schon ein leichtes Oberklasse-Niveau, denn wir bewegen uns so ein bisschen auf einer Wolke. Also wer sich für diesen 220 PS Benziner entscheidet, der sollte auch viel und sagen wir mal schnell auf der Autobahn unterwegs sein. Ansonsten macht der große Motor eigentlich keinen Sinn, denn das Fahrzeug entschleunigt eigentlich und man, also ich persönlich zumindest, fühle ich mich nicht dazu hingerissen, dauerhaft Vollgas zu geben. Im neuen Skoda Superb Kombi kann man auch nur auf zwei Zylindern fahren. Wie kommt das? Eigentlich gibt es ja nur vier Zylinder. Nein, es gibt auch einen Vierzylinder, der teilweise auf zwei Zylindern fährt. Heißt dann 1,4 TSI ACT mit Active Cylinder Technology. Da steckt im Prinzip dahinter, dass wenn der Motor merkt, er braucht nicht so viel Leistung, wie er jetzt mit seinen 150 PS und den Drehmoment von 250 Newtonmeter bereitstellen könnte, einfach die inneren zwei Zylinder abstellt und wir dann spritsparend im Zwei-Zylinder-Modus fahren. Dabei kann man laut Angaben von VW bzw. Angabe von Skoda 0,5 Liter einsparen. Das klingt jetzt nicht so vehement viel. Aber gerechnet auf eine längere Strecke ist es dann doch einiges, was man da an Sprit zusätzlich einsparen kann. Und man muss im Prinzip auf nichts verzichten, wenn wir aufs Gas latschen, trotzdem die 150 PS. Zuvor im anderen Modell habe ich mir die Frage gestellt, brauchen wir 220 PS, brauchen wir den GTI-Motor im Superb Kombi? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, sondern überhaupt nicht. Diese 150 PS reichen völlig aus, sind auch zufriedenstellend in der Leistungsentfaltung und man hat eben noch das Gefühl, man lebt so einen Schritt weiter in der Zukunft, eben durch den. Kurz zusammengefasst ist der Skoda Superb Kombi einfach das perfekte Auto für Familien mit zwei Kindern und ein, zwei, vielleicht auch drei Hunden. Es ist einfach massig Platz in diesem Wagen, ohne dass auf Komfort verzichtet wird. Zudem ist er nur ein wenig teurer als die Limousine und für dieses Aufgebot an Platz, was man da bekommt, sollte man den Tausender eventuell doch mal drauflegen. Wir danken euch fürs Zuschauen, wir würden uns über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und sagen bis zum nächsten Mal.